Du bist im Fitnessstudio und machst den Stepper zu Mean Girls. Heute ist Sonntag und wir sind relativ fit noch. Es war das Wochenende und wir sind froh. Und bloß es gibt immer wieder diese Tage in dieser Woche, beziehungsweise einen speziellen Tag, wo jeder richtig down ist. Er kommt nämlich mal. I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays. Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Aber wir haben. Großartiger Song. Die hatten leider nur einen, die Boomtown Rats waren das. Egal. Aus dem Jahr. 70er, ich glaube 79 oder 78. Bin völlig mir egal, es hat überhaupt gar nichts, dieses Video hat nichts damit zu tun. Wir sagen euch nämlich, was eure Top-Montags-Blues-Killer sind, wenn ihr mal so richtig scheiße drauf seid und welche Lieder ihr denn anmachen müsst, damit ihr definitiv richtig gut drauf seid. Richtig. Ich bin jetzt mal gespannt, ich weiß es nämlich auch nicht. Auf Platz 5 mit dem Lied wird er auf jeden Fall gut drauf sein. Hello, my name is... aus Book of Mormon. Ja, schauen wir in ein paar Tagen an. Ja. Auf Platz 4 von euch auf Facebook und Instagram gewotet. I Wanna Dance With Somebody aus Bodyguard. Ja, sehr schön. Das Lied auf Platz 3, das ist ein geiles Lied. Mamma Mia aus Mamma Mia. Aber da gibt es noch lustigere Lieder. Dancing Queen. Na, es geht ja auch nicht drum. Ja, wurde aber nicht genannt, das tut mir leid. Außerdem geht es darum, ein bisschen mehr Pep reinzukriegen. Ich sag's so. Ja nur. Auf Platz 2. Ist das das Lied, wo sie einen Akkuschrauber in der Hand haben? Ja, aber mit der anderen Hand. Entschuldigung. Meine ich. Weiß ich nicht, gar nicht. Mit welcher Hand hat sie den Akkuschrauber in der Hand? Kommentiert gerne drunter. Ob sie links- oder rechtshänderin ist. So, auf Platz 2, Good Morning Baltimore aus Hairspray. Ja, Hairspray ist eh... Ja. Kannst jedes Lied. Und auf Platz 1, Land of Lola aus Kinky Boots. Wow, es ist so weit oben? Ja, das wurde so oft genannt. Ich hatte mich auch überrascht. Die meistgenannten Musicals, also wenn man jetzt mal alles zusammenwertet, Kinky Boots war natürlich dabei, Hairspray, aber auch Kinky Boots, es wundert mich, weil es ja in Deutschland irgendwie niemand interessiert hat. Ja, aber die Songs sind trotzdem geil, ja, ich vielleicht. Ich sag ja nichts, aber das sind ist trotzdem... Sind wir heute wieder Motzenmodus, was ist denn los? Es wundert mich bloß, dass so häufig genannt wurde und dabei kaum jemand reingegangen ist. So, Hairspray natürlich auch noch oft genannt, Mozart wurde sehr oft genannt, aber und zwar mit Ich bin Musik... Mit Irgendwo wird immer getanzt. Diese Songs wurden oft genannt. Und Mean Girls war sehr oft dabei. Als gutes Album, was Montagsblues vertreibt. Das ist ja auch mein aktuelles Album für das Fitnessstudio. Hoch und runter. Ich kenne es mittlerweile komplett auswendig. Was? Du bist im Fitnessstudio und machst den Stepper zu Mean Girls. Ja, aber zu was machst denn du den Stepper dann? Also ich habe keine Musik. Du hast keine Musik? Nee. Ist das bei deinem McFit? Es lenkt nur ab. Was ich übrigens sehr, sehr lustig finde und für mich das perfekte Stück ist, um diesen Montagsblues zu beenden, ist aus Mozart ein Lied, wo ich den Titel gerade nicht weiß, weißt du, wo er da reingerollt wird und dann... wo er reingerollt wird? Wo er auf dieser, mit dem VW-Bus? Auf dieser Kiste reingerollt wird ja. Und dann... ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz. Ach, das war's, der Schikaneder da singt. Ja, 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 das ist super lustig. Wie heißt denn dieses Lied? Ein bisschen fürs Hirn vielleicht? Wir nennen es jetzt einfach mal so. Ansonsten kommentiert gerne drunter, wenn es besser ist. Ja, und was ist dein Montags-Blues-Song? Ich muss ganz ehrlich sagen, auch Mamma Mia. Das ist schön, was man schön laut auftreten kann. Aber auch jetzt kommt die Masterfrage auf Deutsch oder auf Englisch. Auf Deutsch, weil auf Englisch kann ich ehrlich gesagt den Text nicht. Nein! Ich kann was? Entschuldigung, das Mamma Mia-Album kenne ich auswendig, aber ich kann den englischen Text von Mamma Mia nicht. Willst du sagen, Michelle arbeitet in einem Radiosender? Ja, aber wir haben nein, nie... Nein, 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 Moment, nein, 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 wir haben nie Mamma Mia gespielt, weil Mamma Mia ist 70er Pop und wir spielen nur 70er Pop Rock oder 70er Rock damals. Und 70er Pop ist Mamma Mia und das haben wir nicht gespielt. Du bist der freakigste Typ überhaupt, den es gibt. Du kannst den Deutschen auswendig, aber nicht das Englische. Ich weiß bloß, I've been cheated by you since I don't know when. Das ist auch gar nicht Mamma Mia, oder? Ne, doch, das ist Mamma Mia. Oh, da so gut das hier. Kennen wir es, Mamma Mia. Ja, schön, aber wir diskutieren gerne mit euch noch hier in YouTube, Instagram oder auf Facebook. Abonniert was bei euch den Montagsblues absolut killt und wo ihr sagt, jetzt, ich fühle mich praktisch schon nach diesem Lied am Freitag. Bei mir gibt es eigentlich gar kein Lied. Ich fühle mich immer noch dann am Montag.